Coco glaubte, den Schwanz zu erkennen, der da auf ihn zuraste. Aber das konnte nicht Hector sein. Der könnte nie in einem solchen Affenzahn an ihm vorbeirasen. Wie viele rollschuhlaufende Wiener Würstchenhunde gab es wohl in der Stadt? Es war vorbei. Hector bereute bitter, dass er die rollenden Schuhe angezogen hatte und wollte sie endlich loswerden. Ein Hund auf Rollschuhen, was für ein begabter Kerl du doch bist. Und noch dazu so hübsch. Andererseits sah er offensichtlich sehr vorteilhaft mit diesen Dingern aus. Mit etwas Übung könnte er zum Stadtgespräch werden. Weiter so, Hundchen. Was könnte es Schlimmeres für einen angesehenen Wachhund geben, als mit einer Katze auf dem Rücken durch die Straßen zu rasen? Vor aller Augen. Wow, wo hat die Katze das Skateboard her, das wie ein Hund aussieht? Noki beobachtete, dass der Junge die Richtung wechseln konnte, wenn er sich hin und her schwang. Vielleicht sollte sie das auch versuchen. Coco glaubte, den fliegenden Hund zu kennen. Aber nein, Hector war es nicht. Hector war nicht der Typ, der durch die Lüfte flog. Nur so viele rollschulfahrende, fliegende Wiener Würstchen, Hund und Katze-Teams konnte es in der Stadt doch nicht geben. Coco fand, das sei ein sehr guter Moment, Hector zu zeigen, wie man anhält. Aber so oft Coco auch bremste, sie rollten schneller und schneller. Er konnte sich nicht vorstellen, wie sie jemals stehen bleiben sollten. Dann konnte es. Hector, mein Herzenssohn, da bist du. Wo hast du dich? Oh nein, du bist ja voller Schlamm. Und es hat den Anschein, als sei er nicht der Einzige. Wir kommen in Teufels Küche, wenn dich die Mieter in diesem Zustand sehen. Ich hole ein Handtuch und mache dich sauber, mein Junge. Fällt dir was zum Thema Sauberkeit ein? Hey, nicht so eilig! Coco! Hector war sich sicher, wenn der Affe und die Katze nicht gewesen wären, könnte er jetzt richtig gut Rollschuh laufen. Waren da nicht zwei Paar Rollschuhe? Vielleicht in meiner Fantasie.